Sie stehen eh nicht auf der Aussiedlungsliste. Was sagst du denn jetzt, Vater? Wir müssen weg, weg, irgendwo hin. Machen Sie weiter, Mann, aber schnell. Ich wollte nur was fragen, weil Sie früher gesagt haben, irgendwas von Lebensmitteln. Ja, natürlich, nichts zum Kochen, ist ja klar. Kalte Verpflegung für 2 Tage im Anhaltelager. Ja, und wegen dem Geschäft bitte möchte ich fragen, die ganzen Abrechnungskarten wegen dem Lebensmittel. Sie, sind Sie wahnsinnig? Ich hab gesagt, Sie haben sich um nichts zu kümmern. Hab ich das gesagt? 30 Minuten für Kleidung, Bettzeug und persönliche Papiere, das wird aber genügen. Also, geh mal. Kommen Sie.